Ja, hallo bei Ubi Tested. Ich habe für euch heute hier eine gelbe Sportrakete mitgebracht und zwar den neuen Opel Corsa GSI. Und was der Opel Corsa GSI jetzt kann und was vielleicht nicht so der Hit ist, das möchte ich euch jetzt einfach mal in einem kurzen Überblick zeigen. Viel Spaß! Ja, ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen, hier den Corsa GSI zu erleben. In Mandarin-Orange haben wir ihn hier lackiert. Und wie wir sehen, schon in der Front gibt es hier die direkten Unterschiede. Wir haben hier die komplette OPC-Front mit den silbernen Spangen, die wir kennen. Zusätzlich hat Opel hier die Spangen, die hier drinnen sind, in Carbonoptik ausgeführt, ebenso wie die Außenspiegel. Die Hutze hier kennen wir auch, und zwar vom OPC. Und dass der Corsa GSI ein kleiner Zwitter ist, das erkennen wir an mehreren kleinen Details. So zum Beispiel hier auch die 18 Zoll Räder, die wir kennen, optional. 17 Zoll serienmäßig, eine größere Bremsanlage hier mit roten Sätteln und zusätzlich Michelin Sportreifen, die hier drauf sind. Der GSI ist auch nur als Dreitürer erhältlich. Zusätzliches Zeichen für den GSI ist dieser Spoiler da hinten, der keine Show ist, sondern schlicht und ergreifend für mehr Abtrieb sorgt beim GSI. Unter der Haube ein 150 PS leistender Vierzylinder mit 1,4 Liter Hubraum, 220 Newtonmeter Drehmoment, 8,9 Sekunden, dann ist er auf 100. Und das sind schon ordentliche Werte, das muss man mal ganz klar sagen. Und da haben wir den einzigen GSI-Schriftzug, den wir äußerlich sehen, hier am Heck. Was verbirgt sich denn sonst so? Ansonsten würde ich sagen, hier das übliche Corsa, allerlei. Hinter der Heckklappe, da sehen wir es, ordentlicher Kofferraum. Zweigeteilt haben wir ihn hier. Genau, da ist noch ein kleines Ablagefach. Es geht ordentlich was rein, wie wir sehen. Mein Equipment passt perfekt rein. Aber viel interessanter ist noch, was es innen zu erleben gibt. Und da haben wir jetzt hier beim Testwagen schon etwas Schönes verbaut. Und zwar, wie wir sehen, die neuen Recaro-Sitze, auch bekannt aus dem OPC-Modell, in Nappa-Leder gehüllt hier. Beim Infotainment-System immer noch das übliche IntelliLink 4.0. Funktioniert sehr, sehr gut. Manuelle Klimaanlage dann haben wir noch. Entschuldigung, so eine Klimaautomatik haben wir hier. Ein USB-Anschluss unten drinnen. Und ansonsten gibt es hier nicht so viel. Nüchternheit ist hier, Klarheit ist hier. Alles da, wo man es erwartet.
und auch auf den Fahrer ein wenig zugeschnitten. Das Ganze hier, die Armaturen sind hier unten ein bisschen zu tief angeordnet, das muss man sagen. Aber man darf nicht vergessen, der Corsa hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und spätestens nächstes Jahr wird er abgelöst von seinem Nachfolger. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Fahreindruck, was der Opel Corsa GSI auf der Straße zu leisten imstande ist. Und das schauen wir uns, würde ich sagen, jetzt gemeinsam an. Opel Corsa GSI, in dem bewege ich mich jetzt hier gerade durch die Vogesen. Übrigens landschaftlich wirklich wärmstens zu empfehlen. Also wer die Möglichkeit hat, sollte diese auf alle Fälle mal nutzen und hierher fahren. Tolle Straßen, tolle Landschaft. Und mit dem Corsa GSI macht es auch richtig viel Spaß, denn der Wagen ist ein echter Kurvenräuber. Also das Team um Holger Stritschek, ich hoffe mal, ich spreche den Namen richtig aus, wahrscheinlich eher nein, hat seine Sache hier richtig, richtig gut gemacht. Also die Entwicklungsabteilung der OPC Performance Leute macht hier einen Job, der seinesgleichen sucht. Wirklich fein abgestimmtes Fahrwerk. Wer den Wagen sportlich bewegt, der Wagen versetzt kaum. Er hat unheimlich guten Grip, auch ohne die Differentialsperre, die der OPC da hatte. Denn klar, 150 PS, machen wir uns nichts vor, das ist kein Sportwagen. Aber der Wagen kommt aufgrund seiner Querdynamik, die er aufbaut, richtig gut vorwärts und macht auch vor stärkeren Fahrzeugen keinen Halt, wenn er sie an einer Passstraße versägt. Der Motor hängt gut am Gas, also den haben sie von der Gasannahme deutlich besser abgestimmt und direkter abgestimmt. Ebenfalls die Lenkung, sehr direkt, sehr feinfühlig, tolles Feedback. Das Fahrwerk mit den Koni-Dämpfern, muss man ganz klar sagen, das bietet einen ordentlichen Spagat zwischen gutem Restkomfort und natürlich der sportlichen Härte, die es benötigt. Im Alltag könnte es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu hart sein, aber meiner Meinung nach, das gehört sich für solch ein Fahrzeug in jedem Fall. Beim Verbrauch braucht man nicht reden. Der kleine 1,4 Liter Motor ist noch aus GM-Zeiten entstanden und sicherlich auch nicht das effizienteste Triebwerk, was wir derzeit kennen. Hier wäre so als Beispiel der Ford Fiesta mit dem 140 PS 1 Liter EcoBoost Motor zu erwähnen, der zwar teurer ist, aber sicherlich hier mindestens genauso gut von den Fahrleistungen entspricht und meiner Meinung nach sogar sparsamer sein dürfte. Also wenn es um Sparsamkeit geht, dann ist wahrscheinlich der Fiesta eher euer Punkt. Wenn es um Sportlichkeit geht, dann seid ihr hier mit dem Corsa richtig. Denn wir sitzen auch zum Beispiel in hervorragenden Recaro-Schalensitzen. Klar, mit dem Leder, das kann man sich überlegen, ist es angenehm. Im Winter dürfte es eher kühl sein, aber nichtsdestotrotz perfekter Seitenhalt. Und wirklich toll in das Fahrzeug integriert. Auch die Schaltung, schön knackig durch die 6 Gänge geht es ratzfatz hindurch. Also ich muss zugeben, hier gefällt es mir. Und für den Alltag ist das schon ein echt kleines Spaßgerät. Ja, Opel Corsa GSI. Mehr als nur ein Marken-Gag in meinen Augen. Vielmehr ein sehr, sehr interessantes Angebot, was die Rüsselsheimer hier noch zum Ende der Laufzeit dem kleinen Wagen hier spendieren. 19.950 Euro ist der Einstiegspreis für den Corsa GSI, der schon sehr, sehr gut ausgestattet ist. Ich persönlich finde, er überzeugt besonders mit dem richtig gelungenen Fahrwerk. Also man hat tatsächlich den Wagen optimal auf der Nürburgring-Nordschleife erprobt und abgestimmt. Das merkt man hier im kurvigen Gebiet auf alle Fälle in den Vogesen und der Wagen liegt äußerst gut. Klar, 150 PS reißen heute nicht mehr so viel Leute vom Hocker in einem kleinen Wagen. Nichtsdestotrotz ist das ausreichend und der Wagen stolziert ordentlich nach vorne. Beim Verbrauch darf man natürlich keine Wunde erwarten. Der 1,4 Liter ist schließlich auch schon ein älteres Triebwerk. Nichtsdestotrotz in meinen Augen ein echt tolles Paket und das zum Abschluss, was will man eigentlich mehr? Wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen da lasst und ein Abo natürlich. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so vom Opel Corsa GSI haltet, ob das für euch eher nur ein kleiner Werbegag ist oder ob GSI doch wiederbelebt werden muss und auch
hier seine Daseinsberechtigung hat, noch im alten Opel Corsa. Tschüss, bis dann, der Ubi.